Fabi hat die Eintracht geprägt mit seiner Art, mit seiner Spielart. Und ich habe das Glück gehabt, mit ihm seit 1972 befreundet zu sein, Mitspieler gewesen zu sein. Krabi, du warst ein toller Mensch. Und Jürgen Grabowski stirbt natürlich nicht, sondern der Jürgen wird immer in uns bleiben, weil jeder für sich Erinnerungen hat, jeder von sich hat Tore, hat Dribblings, ob in der Nationalmannschaft, als Weltmeister oder bei uns, bei der Eintracht. Es sind immer wieder Bilder, die Jürgen Grabowski bei uns behalten werden. Wir werden oft darüber reden, wie wir immer die letzten Jahre über Jürgen geredet haben. Und vergessen kann man ihn nicht. Man muss sowieso nur ins Stadion gehen. Jürgen Grabowski gehört zu unserem Liedgut. Okay, kann losgehen. Der Jürgen, der war besser wie ich. Ganz ehrlich, der war besser wie ich. Für mich war das einer der größten, wenn überhaupt der größte Künstler, was wir bei Eintracht Frankfurt gehabt haben. Er war ein exzellenter Techniker, nicht so wie man sich das als Fußballer wünscht. Ganz feiner Mensch, super Junge. Tja, was soll ich noch mehr sagen? Ich konnte mich immer auf ihn verlassen, ein echter Freund. Für mich einer der größten deutschen Fußballspieler. Jürgen Grabowski, Fußballweltmeister 74. Wenn einer den Zusatz Legende verdient, dann er. Wir werden eine Zeitreise unternehmen von seinen Anfängen bis zum schmerzhaften Karriereende. Wir werden einen bescheidenen Star kennenlernen, der hier in seiner Heimatstadt Wiesbaden beginnt, beim SV Biebrich 19. Ich habe mich für Fußball entschieden. Irgendwie, vielleicht hat mir das damals im Blut gehabt oder irgendwas. Es war eine Selbstverständlichkeit. Das Talent wird entdeckt. Bei Biebrich 02, seinem zweiten Verein, wird er Hessen-Auswahlspieler. Da hat er sich längst gegen die Größeren durchgesetzt. Biebrich wird immer seine Heimat bleiben. Wir hatten allerdings nur eine C-Jugend. Das hat bedeutet, dass ich mit 8 gegen Jungs, die 13 oder 14 waren, spielen musste. Nicht wie heute. 7-Jährige gegen 7-Jährige oder 8-Jährige gegen 8-Jährige. Aber das war vielleicht ein großer Vorteil, dass man sich früh durchsetzen musste. Und Jürgen war ja kein Modellathlet, schmächtig. Und da hat er die Leute, die im Kopf größer waren, schwindlig gespielt. Und da kam ein älterer Herr auf den Sportplatz und hat ihm eine Tafel Schokolade geschenkt. Der hat schon gewusst, dass ein ganz großer wird. Ich hab's vergessen, aber komm du mal. Ehrlich? Ja, ich stell dir vor. Das Vereinsheim von Biebrich 02. Ein Wiedersehen. Aber komm du erst mal in meine Hand. Ich habe jetzt gerade bei den 19 im Heft das Bild gesehen. Ja, genau. Wir haben uns auch damals alle auf der Straße, wir waren ja Straßenfußballer, nur über das Fußball definiert. Wer gut Fußball spielen konnte, war ein König. Und die anderen durften eben mitspielen. Wenn man heute überlegt, die Bolzplätze, das war ein Traum gewesen. Und wenn wir mal ein Tor hatten, wo nur Drahtzaun hinten dran war, wo die Bälle nicht durchgeflogen sind, da ist es einem vorgekommen, als hätte man ein Länderspiel, so ungefähr. Unverkennbar, unnachahmlich. Jürgen Grabowski mit der Nummer 8, spielgestaltend, spielbestimmend. Dribbelstark, nur schwer vom Ball zu trennen. Szenen, die sich im Verlauf der nächsten 15 Jahre oft wiederholen sollten. Fouls, das einzige Mittel, den Supertechniker zu stoppen. Eiskalt bei der Ausführung des Strafstoßes. Die Leute waren begeistert, deshalb sind die ja gekommen von überall her, hier im Umkreis. Und das war schon, was heißt schade, kann man nicht sagen. Es ist ja das Ziel von jedem, dass er in die Bundesliga kommt. Und als die Eintracht dann angefragt hat, war das natürlich ein Abenteuer zur damaligen Zeit. 1965 wechselt Jürgen Grabowski nach Frankfurt. Es gibt 1000 Mark im Monat plus ein Handgeld. Davon kauft er sich ein Auto. Doch zuvor muss er zum Probetraining. Kann ich mich gut erinnern. Da bin ich nämlich zu Hause weggefahren, bin in Frankfurt nie angekommen.
habe ich mich total verfahren. Ich habe mich ja vorher ehrlich gesagt nicht schlau gemacht. Habe nur gehört, Riederwald. Und Tatsache ist, ich bin Frankfurt Süd schon abgefahren, statt Frankfurt Ost. Und bin einfach nicht weitergekommen. Bin dann in den Verkehr gekommen, in den Feierabendverkehr. Und da war alles aus. Ich bin dann wieder nach Hause gefahren. Bin praktisch zu dem verabredeten Training nie erschienen und war natürlich mit den Nerven ein bisschen am Ende, logischerweise. Hab gesagt, um Himmels Willen, was denken die jetzt von dir? Grabowski ist ein Familienmensch. Ein Foto mit seinen Eltern daheim in Biebrich. Dort wohnt er weiter, während er in der Bundesliga Fuß fasst. How could you work? Der Ungar Elek Schwarz ist damals Trainer von Eintracht Frankfurt. Er mag technisch versierte Spieler und er vertraut Jürgen Grabowski. Schon am ersten Spieltag der Saison 65-66 gegen den HSV darf er von Beginn an spielen. Auf der rechten Seite. Das wird nun lange seine Position. Grabowski vertraut auf seine Fähigkeiten, den Dribblings, den Abschlüssen. Er hat es geschafft. Von der Hessenliga in die Bundesliga und dann sogar blitzschnell in die Nationalmannschaft. Als ich die ersten Länderspiele gemacht habe, hat er gar nicht mich hochgeholt und hat gesagt, Jürgen, Sie haben bis jetzt gute Leistungen gezeigt. Sie kriegen ab sofort 200 D-Mark mehr im Monat. War ich natürlich happy. Das wird gefeiert. So wie die Unterschrift unter den ersten Profivertrag im Gasthaus Rheinstüble zu Hause in Biebrich. Jürgen trinkt Limo. In kürzester Zeit wird er zum unverzichtbaren Bestandteil der Eintracht. Und als es in der Saison 68-69 zwischenzeitlich eng wird in Sachen Klassenerhalt, erzielt er wichtige Tore. So wie hier auf dem Betzenberg in Kaiserslautern. Sein Trainer heißt inzwischen Erich Ribbeck. Jürgen Grabowski war, ich habe ihn ja als jungen Spieler kennengelernt, von Anfang an ein sehr, konservativ ist immer so ein bisschen negativ besetzt, aber bodenständiger Spieler, der für einen Trainer oder für einen jungen Trainer, der ich damals war, angenehm zu führen war. Erich Ribbeck, damals 31, ist ein ganz junger Trainer. Er macht Grabowski zum Kapitän, verändert aber nicht seine Rolle. Grabowski spielt weiter auf der rechten Seite. Der Weg zum Spielmacher ist noch weit, aber die Konkurrenz hat ihn bereits im Auge. Ich hatte 68 ein Angebot von Bayern München und habe oben bei dem Herrn Gramlich gesessen und hat mich weit aus dem Fenster gelehnt. Habe gesagt, ja, ich gehe zu Bayern, weil die Bayern ein Interesse an mir hatten. Und dann hat während dem Gespräch mit dem Herrn Gramlich hat er Manager von Bayern angerufen und hat nachgefragt. Und dann hat der Herr Gramlich gesagt, nein, der Grabowski wird nicht verkauft. Und ich muss Ihnen fairerweise sagen, ich war froh, dass er das gesagt hat. Denn da ist das normale Leben für mich weitergegangen. Bei Bayern hätte ich vielleicht viel mehr Erfolge gefeiert. Aber ich war in meiner gewohnten Umgebung bei dem Verein, zu dem ich von Anfang an wollte, der mich wollte, und ich habe das nie bereut. 13. November 1971. Die Eintracht spielt gegen die Bayern. Grabowski in Manndeckung, wie immer. Er wird ab diesem Tag kein Heimspiel gegen die Bayern verlieren. Am 13.11.71 beginnt diese Serie mit einem 3:2-Sieg. Und am Abend ist er zu Gast im aktuellen Sportstudio des ZDF. So Jürgen, die Eintracht ist wie im Kommen. Stuttgart 4-4, Bayern geschlagen. Sehr schön. War der noch unten? Ja. Dann können Sie den Rekord noch einstellen. Sie wissen, 4 Treffer stehen immer noch hoch. Ja, der war drin. Ja, holt den Sekt. Ja, grandios, hervorragend. Ja, das ist doch wohl klar. Sehr gut, herzlichen Glückwunsch.
Zu diesem Zeitpunkt ist Jürgen Grabowski längst ein Star der Bundesliga und er spielt mit der Eintracht auch international. April 67, Reise zum UEFA-Pokal-Viertelfinale nach Burnley in England. Grabowski, der Nationalspieler, der sich immer wieder anbot. Bei dieser Aktion wurde er leicht verletzt, schied vorübergehend aus, kam jedoch wieder. Von Manchester aus flog die Eintracht am anderen Morgen zurück nach Frankfurt. Die englische Presse war begeistert. Sie können sogar die Blinden ins Stadion ziehen, meinte der Daily Express. Im Halbfinale trifft die Mannschaft auf Dynamo Zagreb. Das war damals natürlich eine tolle Geschichte. Natürlich nicht mit der Medienpräsenz wie heute und mit dem Stellenwert, der halt herrscht. Aber das war schon eine tolle Sache. Man sieht es ja, die Wimpel sehen auf jeden Fall gut aus, oder? Ja, die Eintracht entwickelt sich mit Grabowski. Und in den Folgejahren werden Europapokalreisen eher die Regel als die Ausnahmen bleiben. Monaco 1974. Autos sind seine Leidenschaft. Gern schnelle. Und natürlich Schäferhund Atlas. Die Eintracht ist längst seine sportliche Heimat geworden. Es hat mir von Anfang an gefallen und ich habe natürlich auch Erfolg. Ich habe ja dann 9 Monate später mein erstes Länderspiel gemacht und hatte dann innerhalb von 12 Monaten schon 3 Länderspiele. Und dann kam schon die WM in England. Die Einladung zum ersten Länderspiel. Sie kommt per Einschreiben vom DFB. Stolz die Mutter, stolz Jürgen Grabowski. 8 Jahre wird er nun zum Kreis der Nationalmannschaft gehören und große Erfolge feiern. Es ist die erfolgreichste Nationalmannschaftsära überhaupt. 22. November 1970, Piräus. Grabowski schießt sein erstes Länderspieltor gegen Griechenland. Beckenbauer und Netzer erzielen die anderen Treffer. Netzer. Grabowski. 2:0 in der 43. Minute durch ein Tor von Jürgen Grabowski. Seit der WM 1970 hat er einen Beinamen. Er sei, so heißt es, der beste Auswechselspieler der Welt. Das ist ein Titel, der ihm nicht gefällt, weil ihn das irgendwie, sagen wir mal, als Ersatzspieler diskriminiert. Und auch die Deutschen scheinen auszuwechseln. Löhr geht vom Platz und Grabowski kommt herein. Jürgen Grabowski, der schon in der zweiten Halbzeit gegen Marokko für Aufwind im deutschen Angriff sorgte. Und nun kommt Grabowski mit der Nummer 20 auf den Platz, ist im Spiel und Libuda wird herausgehen. Und jetzt also hat die deutsche Mannschaft bereits 2 Spieler ausgewechselt, die Engländer noch nicht. Grabowski. Kein schlechter Start. Wenn er den Ball hatte und er war gut drauf, dann war es schwer für einen Gegenspieler mit ihm zurechtzukommen. Und deshalb bringt ja ein solcher Spieler auch immer wieder eine neue Situation, weil er den Mut hat und weil er technisch so gut ist, auf einen drauf loszugehen, ihn zu überspielen und dann kam der vernünftige Pass oder so. Deshalb war er immer gefährlich, wenn er kann. Im Halbfinale aber gegen Italien spielt er von Beginn an. Grabowski. Verlängerung. Das war also an der Außenlinie in der letzten Minute. Einwurf, glaube ich, vom Sigi Held und dann mit links. Ich wusste gar nicht, dass er so gut mit links schießen kann. Und der kam sensationell rein und der Schnellinger hat das Tor gemacht. Sind wir natürlich derartig beflügelt gewesen, dass wir gesagt haben, das Ding machen wir jetzt. Es wird eines der größten WM-Spiele aller Zeiten und Grabowski gehört zu den Besten. Es ist das Jahrhundertspiel.